Die Wälder sind uralte, geheimnisvolle Orte, um die sich viele Mythen, Folklore und Legenden ranken. Aber einige dieser Wälder verbergen in ihren dunkelsten Tiefen Dinge, die viel seltsamer sind als jeder Mythos. Von einer unheimlichen Gestalt mit einem Haken als Hand, bis hin zu Atomwaffen, die in den Bäumen zurückgelassen wurden. Ziehen wir unsere Wanderschuhe an und untersuchen wir einige der seltsamsten Dinge, die jemals im Wald gefunden wurden. Mysteriöse Maske. Eines Tages im Jahr 2014 war der Reddit-Nutzer Zanka in der Nähe der St. Thomas University in Minneapolis im Wald auf Fossiliensuche. In der Nacht zuvor hatte es ein Gewitter gegeben und er hoffte, dass die Wassermassen einige Fossilien vom Grund eines nahegelegenen Baches aufgewühlt hatten. Als er sich jedoch umdrehte, um nachzusehen, sah er etwas viel, viel Seltsameres. Ein Gesicht lugte durch den Schlamm zu ihm hoch. Obwohl er zuerst schockiert war, erkannte Zanka, dass es nur eine Maske war und grub sie aus. Aber es war trotzdem sehr seltsam. Die Maske war aus Metall und sah aus wie eine Art Ritual- oder Stammesstück. Was hatte sie in einem Bach in einem Wald zu suchen? Und wem gehörte sie? Zanka wollte das herausfinden und machte sich mit dem mysteriösen Gegenstand auf den Heimweg, um weitere Nachforschungen anzustellen. Zu Hause angekommen, schickte er es zur Analyse an das Wissenschaftsmuseum von Minnesota. Die Ergebnisse waren interessant. Es stellte sich heraus, dass die Maske zwar uralt aussah, aber aus Kupfer, Magnesium und Aluminium bestand. Die beiden letztgenannten Metalle kommen in der Natur nicht vor, also wurde die Maske wahrscheinlich Mitte des 20. Jahrhunderts aus einer Kupferlegierung gegossen. An einem Rand der Maske befand sich jedoch auch brüchiges Wachs. Dieses Wachs hätte in einer Waldschlucht nicht lange überlebt, also wurde sie wahrscheinlich nur ein oder zwei Tage dort gelassen, bevor Zanka sie fand. Gruselig. Es könnte natürlich auch nur ein Kunstprojekt eines Studenten sein, aber das erklärt nicht, warum es mitten im Wald zurückgelassen wurde. Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke, dass etwas viel Seltsameres passiert ist. Wurde die Maske von einem vergesslichen Kultisten nach einer Art Ritual zurückgelassen? Das ist schwer zu sagen. Ehrfurcht im Amazonas. Als sie im Februar 2019 auf der brasilianischen Insel Marajo durch ein bewaldetes Gebiet mit Unterholz wanderten, bemerkten einheimische Fischer etwas unglaublich Seltsames. Es war absolut riesig, roch fürchterlich und sah aus wie eine Art Kreatur. Experten wurden an den Ort des Geschehens gerufen und sie waren noch schockierter und verwirrter, denn sie identifizierten es als einen 8 Meter langen Buckelwal. Ich bin zwar kein Genie, aber selbst ich weiß, dass Wale nicht in Wäldern leben. Und das Meer war 15 Meter von der Fundstelle entfernt. Wenn man bedenkt, dass das tote Tier sage und schreibe 11 Tonnen wog, stellt sich eine gewaltige Frage, wie zum Teufel ist es dorthin gekommen? Es gab keine körperlichen Anzeichen für Verletzungen und die Vorstellung, dass eine normale Meereswelle stark genug sein könnte, um einen ganzen Wal 15 Meter durch die Luft zu schleudern, war einfach nicht möglich. Außerdem werden Buckelwale an der Nordküste Brasiliens im Februar normalerweise nicht gesehen. Das ist meilenweit von ihrem natürlichen Lebensraum entfernt. Okay, ich bin ratlos. Zum Glück glaubt die Forschungsgruppe Bicho Dauga, die Antwort gefunden zu haben. Der Wal war trotz seiner Größe nur ein Kalb, das wahrscheinlich von seiner Mutter getrennt wurde, sich verirrte und leider irgendwo in der Nähe verhungerte. Dann flutete die Flut, die im Winter bis zu 4 Meter hoch ansteigt, den Wald und riss den armen Wal mit sich. Normalerweise hätte ein 11 Tonnen schwerer Wal nicht den nötigen Auftrieb, um so weit ins Landesinnere gespült zu werden. Da er aber auf dem Meer gestorben ist, hätte er sich zersetzen müssen. Und wenn sich Körper zersetzen, produzieren sie Gase, die sie aufblähen. Und weißt du was? Dinge, die aufgeblasen sind, schwimmen besser. So wurde der verwesende, aufgeblasene Wal viel leichter ans Ufer gespült, als es sonst der Fall gewesen wäre. Verdammt, das hört sich alles andere als nach einer tollen Zeit an. Das Schwert im Baum. Vergiss König Artus und das Schwert im Stein, denn es gibt etwas Neues. Der Reddit-Nutzer Codename Skythay stolperte beim Metalldetektieren im Epping Forest in der Nähe von London, Großbritannien, über ein Schwert in einem Baum. Nun ja, es war jedenfalls ein Schwert, das aufrecht an einem Baum stand. Die Waffe sah uralt aus und die Buchstaben K, S, F waren in den Griff eingraviert. Skythay verschwendete keine Zeit, machte ein paar Fotos von dem Schwert und suchte im Internet nach Hilfe. Und tatsächlich, jemand wusste genau, was die Buchstaben bedeuten. Sie stehen für Knights of Sherwood Forest. Ja, das ist derselbe Sherwood Forest, in dem der legendäre, geächtete Robin Hood lebte. Wer waren also diese Ritter? Tapfere Männer auf edlen Rössern, die unermüdlich für die Gerechtigkeit kämpften?
Nun, nicht ganz. Die Knights of Sherwood Forest waren eine geheime brüderliche Organisation, die 1879 in Missouri, USA, gegründet wurde und Ableger auf der ganzen Welt hatte. Sie waren nicht wirklich Ritter, sondern nur Typen, die sich gerne als solche bezeichneten. Super coole Typen also. Über die Ritter von Sherwood Forest ist nicht viel bekannt, da ihre Mitglieder sehr verschwiegen waren und die Organisation um 1920 so gut wie ausgestorben war. Sie war jedoch mit den erfolgreicheren Foresters of America verbunden. Wie die Foresters hatten auch die sogenannten Ritter verschiedene soziale und finanzielle Vorteile von der Mitgliedschaft in der Bruderschaft. Und was das Schwert selbst angeht? Es war wahrscheinlich nur zeremoniell und wurde wahrscheinlich nicht im Kampf eingesetzt. Echte Kämpfe, meine ich. Ich weiß nur, dass sie herumliefen und vorgaben, Robin Hood zu sein und sich gegenseitig zu bekämpfen. Ich meine, wer würde das nicht tun? Die vielen Vermissten. Allein im Wald zu wandern kann eine ruhige, meditative Erfahrung sein. Es kann aber auch absolut furchterregend sein. Letzteres traf auf den YouTuber Dateline 420 zu, der 2016 im Berkeley-Jackson County Park in New York wandern ging. Als er einen Weg entlang lief, bemerkte er ein paar weiße Blätter, die an die Bäume geklebt waren. In der Annahme, es handele sich nur um Betreten Verbotenschilder, ging er hinüber und spürte, wie sich seine Nackenhaare aufstellten. Es waren keine Betreten Verbotenschilder, es waren Vermisstenanzeigen. Und jede einzelne war anders. Oh no, this is a dude. It's a dude, 26. Last seen August 5th. There's no year. LAPD. Es müssen mindestens 20 davon in der Gegend geklebt worden sein. Es waren auch keine gefälschten Plakate, sondern alle zeigten echte Menschen, die im Laufe der Jahre verschwunden waren. Und um es noch unheimlicher zu machen, gab es eine Art behelfsmäßiges Lager ganz in der Nähe. So als ob derjenige, der das getan hatte, in der Nähe wohnte. Tut mir leid, aber ich hätte mich sofort aus dem Staub gemacht, als ich das erste Plakat gesehen hätte. Plötzlich hörte Dateline Stimmen und tat genau das, bevor er die ganze Sache bei der Polizei meldete. Aber der Fall wurde schnell mit der Begründung abgewiesen, dass es sich nur um eine harmlose Halloween-Party handelte. Das würde ich gern glauben, aber echte Plakate zu verwenden ist ziemlich geschmacklos für ein bisschen harmlosen Spaß. Geht es bei Halloween-Partys nicht eher darum, sich zu verkleiden und das Ghostbusters-Thema in Dauerschleife zu spielen? Ob es das Werk eines gestörten Psychopathen war oder nicht, werden wir wohl nie erfahren. Eines ist jedoch sicher, auf meinen Halloween-Partys werde ich mich auf Geisterjagd und Tanzschritte beschränken. UFO-Land. 2020 war ein seltsames Jahr. Es war nicht nur das Jahr, in dem eine der tödlichsten Pandemien in der Geschichte der Menschheit ausbrach, sondern auch ein seltsamer Anstieg von UFO-Sichtungen auf der ganzen Welt. Im September desselben Jahres spazierte jemand durch seinen Wald in Polen, als er auf etwas stieß, das er sich nicht erklären konnte. Ein riesiges Objekt lag auf der Seite zwischen den Bäumen und war mit Moos bedeckt, als ob es schon länger dort gelegen hätte. Was das Objekt tatsächlich war, war schwer zu sagen. Sobald die Nachricht jedoch im Internet auftauchte, löste sie unter den UFO-Fanatikern einen regelrechten Hype aus. Ich meine, ich kann verstehen, warum. Es sieht wirklich wie eine Art Raketenkapsel aus. Noch faszinierender ist, dass das Waldgebiet um das Objekt herum viel zu dicht war, als dass es auf dem Landweg dorthin transportiert worden sein könnte. Was darauf schließen lässt, dass es tatsächlich vom Himmel gefallen ist. Skeptiker wiesen jedoch schnell darauf hin, dass sie wie eine Navigationsboje aussieht, die man im Meer findet. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber was hat eine Boje mitten im Wald zu suchen, ohne dass es eine Erklärung dafür gibt, wie sie dorthin gekommen ist? Ich vermute, dass sie Teil eines Wetterballons oder eines Raketentests war, der im Wald gelandet ist. Allerdings bin ich mit keiner dieser Antworten wirklich zufrieden. Was denkst du, was es ist? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen. Verprügelter Bunker. Was würdest du tun, wenn du eines Tages durch den Wald spazierst und auf eine verschlossene Metalltür im Boden stößt? Ich? Ich würde schneller spazieren gehen. Aber 2014 war die Antwort zweier Freunde im Nordosten Deutschlands: Brecht die Tür auf und geht rein. Okay, das taten sie also und wurden sofort mit diesem schönen Anblick begrüßt. Ganz und gar nicht gruselig. Irgendwie unbeirrt gingen sie weiter den Flur hinunter, wo es nur noch schlimmer wurde. Die dunklen Gänge verzweigten sich in verschiedene Richtungen. Und einer führte nur zu einem grottigen Loch im Boden. Igitt, als sie tiefer in den Bunker vordrangen, tauchten gruselige Graffiti auf. Oh, wie ermutigend. Noch weiter drinnen kamen die Freunde an schweren Metalltüren vorbei, die alle aus den Angeln gesprengt waren. Dann sahen sie ein weiteres Graffiti, das übersetzt »Hallo Satan, ich liebe dich« bedeutet. Das war eine herzerwärmende Botschaft, wenn sie nicht an den Teufel gerichtet wäre. Trotzdem gingen sie weiter, bis sie schließlich auf einen überfluteten Raum stießen, in dem sich eine verdächtig aussehende Maschine befand.
Als sie merkten, dass sie nicht tiefer vordringen konnten, ohne nass zu werden, kehrten sie um und schafften es erstaunlicherweise, den Weg nach draußen zu finden. Glück gehabt. Wenn sie also nicht zufällig über die Anderswelt aus Silent Hill gestolpert waren, was hatten sie dann gefunden? Es ist schwer zu sagen. Aber wenn man bedenkt, dass der Bunker im Nordosten Deutschlands liegt, ist es wahrscheinlich, dass er während des Kalten Krieges gebaut wurde. Ostdeutschland war mit dem kommunistischen Russland verbündet, während Westdeutschland mit den kapitalistischen USA verbündet war. Beide Seiten waren besorgt über die Möglichkeit eines Atomkriegs und bauten zahlreiche unterirdische Bunker, um sich zu verstecken, falls es zu einem solchen kommen sollte. Die meisten waren jedoch nicht annähernd so groß wie dieser hier, was darauf hindeutet, dass es sich um eine Art Regierungseinrichtung handeln könnte, die inzwischen von Vandalen verunstaltet wurde. Satanistische Vandalen, die meiner Erfahrung nach die schlimmsten von allen sind. Eins ist sicher, mich würdest du da unten niemals erwischen. Geheimnisvolle Tür. Nenn mich verrückt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Türen nur für ein paar bestimmte Dinge gut sind. Sie lassen Leute rein, sie lassen Leute raus oder in manchen Fällen halten sie Leute draußen. Tante Mabel, bitte hör auf, mich anzurufen. Ich will deinen Erwin nicht kaufen. Wenn ich also mitten im Wald ein solches Schild zwischen zwei Bäumen gefunden hätte, wäre ich ziemlich verwirrt gewesen. Doch genau das hat Reddit-Nutzer CPJ88/2015 in einem trostlosen Waldstück in Pennsylvania gefunden. Beunruhigenderweise befanden sich direkt neben der seltsam platzierten Tür auch eine Art von Knochen. Natürlich kam das Internet sofort zu dem Schluss, dass die Tür eine Art Portal in eine andere Dimension ist. Wenn das so ist, hoffe ich, dass das Mädchen den Weg zurückgefunden hat. Ein Portal scheint jedoch unwahrscheinlich zu sein, weil, nun ja, Logik existiert. Die Knochen sind wahrscheinlich eine Fälschung oder ein Zufall. Und die Tür wurde vielleicht für ein Fotoshooting oder eine Kunstinstallation aufgestellt. Ich meine, Menschen machen alle möglichen Dinge im Namen der Kunst, wie zum Beispiel hunderte von Münzen in einen umgestürzten Baum zu stecken. Ernsthaft, das hat wirklich jemand in einem britischen Wald gefunden. Auch wenn es so aussieht, als ob ein Künstler mit einer Tasche voller Pfennige und einem Hammer losgezogen ist, handelt es sich tatsächlich um einen Wunschbaum. Tausende von Touristen und Tagesausflüglern drücken traditionell einen Pfennig in den Baum, um einen Wunsch zu äußern. Ich persönlich bin für das Team Tür, obwohl ich lieber glaube, dass es gar keine Kunst ist, sondern nur das Werk des faulsten Baumeisters der Welt. Ich habe mir ein Haus gewünscht, Bob, ein ganzes Haus. Die Frau im Wald. Wenn du jemals in das winzige britische Dorf Otterdon in Kent kommst, würdest du nicht denken, dass es ein Geheimnis verbirgt. Nun, geh an den Rand des Dorfwaldes und du wirst das hier finden. Es ist die Holzschnitzerei einer gesichtslosen schwangeren Frau. Und ich kann nicht lügen, ich würde wahrscheinlich eine Meile in die Luft springen, wenn ich nicht damit gerechnet hätte, sie zu sehen. Aber diese seltsame Statue ist bei den Einheimischen sehr bekannt. Trotz ihrer Berühmtheit ist fast nichts über sie bekannt. Es scheint so, als wäre die Statue eines Tages einfach so aufgetaucht, ohne eine Erklärung dafür zu haben. Im Laufe der Jahre wurden jedoch viele Theorien über ihre Herkunft aufgestellt. Eine davon besagt, dass sie von einem Soldaten zu Ehren seiner Frau geschnitzt wurde, die im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verlor. Eine andere besagt, dass sie das Werk eines jungen Tischlerschülers ist und erst in den 1970er Jahren entstanden ist. Wie auch immer die mysteriöse Lady entstanden sein mag, niemand hat je behauptet, sie gehöre ihm. Und wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Mühe in ihre Herstellung geflossen sein muss, ist das ziemlich merkwürdig. Nichtsdestotrotz hat sie sich wirklich einen Namen gemacht. Baumkrabbler. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Menschen in den Wäldern auf der ganzen Welt ziemlich schreckliche Dinge gefunden haben. Und viele von ihnen posten das, was sie gesehen haben, online. Besonders häufig kommen gruselige Puppen vor, wie diese, die der Reddit-Nutzer Dan68 entdeckt hat. Jemand hat sich die Mühe gemacht, die gruseligste Puppe, die er finden konnte, an einen Baum zu hängen, um die herum dann eine Wespenkolonie ein Nest gebaut hat. Als ob ich nicht schon genug Angst vor Wespen hätte. Ein anderer Redditor wanderte durch seinen Wald und machte ein Foto von einem interessant aussehenden ausgehöhlten Baum. Als er das Foto später betrachtete, stellte er fest, dass es sich um eine weitere gruselige Puppe handelt. Oder es ist eine sehr gute, wenn auch gruselige Photoshop-Bearbeitung. Oder ein echtes Kind. Uah. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nur ein Scherz ist, aber ich bekomme trotzdem eine Gänsehaut. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich viel mehr erschrecken würde, wenn ich über diese Vogelscheuche stolpern würde. Ich weiß, dass sie nicht plötzlich lebendig wird oder so, aber jemand hat sie dort aufgestellt. Und ich würde nicht in der Nähe bleiben, um sie zu treffen. Trotzdem ist das alles nichts im Vergleich zu dem, was Holly Whistle 311 in ihrem heimischen Wald gefunden hat, falls du dich wunderst. Das ist eine Art Tierwirbelsäule, die an ein Holzkreuz gebunden wurde. Igitt, ich möchte ja gerne glauben, dass jemand ein Tier über einem Feuer gebraten hat, um es zu essen, aber irgendetwas passt da nicht ganz zusammen. Wäre die Schnur nicht verbrannt, wenn das der Fall wäre? Und sie ist überhaupt nicht verbrannt.
Richtig. Was denkst du, was es ist? Lass es mich in den Kommentaren wissen, denn ich tippe auf super gruseliger Rückenkratzer, bis ich eine bessere Antwort höre. Geheimnisvolle Rakete. Sicher, etwas Unheimliches im Wald zu finden, ist nicht gerade ideal. Aber weißt du, was noch schlimmer ist? Etwas zu finden, das in deinem Gesicht explodieren und die Welt in ein nukleares Armageddon stürzen könnte. Ein Mann aus Baxter, Tennessee, fand genau das bei einem Spaziergang im Jahr 2019. Als er auf eine kleine Lichtung in den Bäumen stieß, war er schockiert, als er eine riesige Rakete entdeckte, die einfach da lag. Er schickte seiner Schwester eine SMS über die Entdeckung und sie fragte sofort auf Reddit, was die Leute davon hielten. Dabei kam die noch beunruhigendere Enthüllung heraus, dass es sich nicht um irgendeine Rakete handelte, sondern um eine Honest John. Diese Raketen wurden in den 1950er Jahren in den USA entwickelt und konnten Atomsprengköpfe tragen. War unser Mann nahe dran, eine nicht gezündete Atombombe zu zünden? Zum Glück nicht. Nach weiteren Nachforschungen stellte sich heraus, dass es in der Gegend eine militärische Highschool gab, die DeBerry Military Academy. In ihrer Blütezeit hatte die Schule einen Sockel vor dem Gebäude, auf dem, du hast es erraten, eine Nachbildung einer Honest John-Rakete stand. Irgendwann nach der Schließung der Schule muss die Raketennachbildung kurzerhand in den nahegelegenen Wäldern entsorgt worden sein. Es ist eine Schande. Raketen sind nicht in Mode, aber dieser Ort wusste wirklich, wie man es rockt. Vergrabenes Kopfgeld. Als Kind ging ich in meinem Garten auf Schatzsuche. Das meiste, was ich je gefunden habe, war allerdings eine alte Kaugummipackung. Als ein Mann aus den Niederlanden 2016 in seinem heimischen Wald auf Metallsuche ging, hatte er jedoch wesentlich mehr Glück. Nachdem er ein Signal empfangen hatte, fegte er ein paar Blätter vom Boden und fand das hier. Whoa. Whoa, what the hell? Wahnsinn! Ohne sie überhaupt zu öffnen, ist eine echte Schatztruhe schon viel besser als alles, was ich je gefunden habe. Aber was war drin? Gold? Juwelen? Der Schädel des ehemaligen Feindes des Besitzers? Nachdem er die Kiste herausgezogen hatte, stellte er fest, dass sie mit einem Vorhängeschloss verschlossen war. Dann entdeckte er einen Schriftzug auf der Rückseite, der erklärte, dass es sich um einen Geocache handelte. Im Grunde ist Geocaching eine Art organisierte Schatzsuche. Du lädst Koordinaten von der Geocache-Website oder App herunter und folgst diesen Koordinaten, um Verstecke zu finden, die von anderen Geocachern versteckt wurden. Zu unserem Pech hat der dänische Metalldetektor das Richtige getan und die Truhe wieder vergraben, damit sie ein echter Geocacher findet. Oh Mann, gute Menschen sind wirklich die Schlimmsten, nicht wahr? Das Haus der Hexe. Tief im Herzen des Horst-Wettwaldes in Djursland, Dänemark, stand einst ein kleines verlassenes Haus. Die bröckelnden Überreste sind von einem trüben See umgeben und um zum Haus zu gelangen, musst du das Wasser umrunden. Aber wenn du mutig genug bist, wirst du belohnt mit, nun ja, wahrscheinlich einer schmutzigen Unterhose. Ein Schild an der Außenseite des Gebäudes nennt es Flintholm, obwohl es bei den Einheimischen als Hexenhaus bekannt ist. Und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Bevor es einstürzte, war das Innere noch heruntergekommener als das Äußere. Und es war so gut wie nichts mehr von dem übrig, was einst dort wohnte. Während einige glauben, dass es wirklich einer Hexe gehörte, sagen andere, dass es von einem Bauern als Versteck vor deutschen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde. Letzteres ist gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Sie wurde in den 1930er Jahren von Peter Madsen Pedersen gebaut, der einen Teil des Waldes um sie herum anpflanzte. Leider wurde Peter während des Krieges von deutschen Soldaten vertrieben und das Haus steht seitdem leer. Wahrscheinlich wohnten dort keine Hexen. Aber würdest du dich in den Wald begeben, um das herauszufinden? Ich habe viel zu viele Horrorfilme gesehen, als dass ich das für eine gute Idee halten würde. Aber willst du wissen, was eine gute Idee ist? Drücke die Like- und Subscribe-Buttons. Auf diese Weise verpasst du nie wieder eines meiner tollen, faktenbasierten Videos. Also, wo waren wir? Waldhexerei. Hexen werden oft als rein fiktiv angesehen. Aber viele Menschen glauben fest an die Hexerei und viele Hexen praktizieren ihren Glauben auch heute noch. Und anscheinend sind Wälder einer ihrer bevorzugten Orte, um dies zu tun. Bei einem Spaziergang durch ein Waldgebiet an der Küste von New Hampshire, USA, stieß Redditor Wilderness Mafia 100 auf diese etwas beunruhigende Konstruktion aus Holz und Tierknochen. Es sieht aus wie eine Art Altar, aber abgesehen von seiner offensichtlichen Unheimlichkeit hat es auch ein großes umgedrehtes Pentagramm als Herzstück. Wenn du an so etwas glaubst, ist das kein gutes Zeichen.
Ich meine, das Symbol wurde buchstäblich von der San Franciscan Church of Satan übernommen. Also Teufelsanbetung? Einige moderne Hexen bestreiten jedoch die böse Symbolik. Also hoffen wir, dass die Wilderness Mafia über einen ihrer Altäre gestolpert ist. An anderer Stelle behauptet TikToker Lordwear, dass er eines Tages eine Art Schrein in den Wäldern hinter seinem Haus gesehen hat. Wenn das nicht inszeniert war, wäre ich ziemlich versucht umzuziehen. Ich bekomme große Blair Witch Vibes. Und drüben in Pan's Wood, Pennsylvania, ist jemand auf eine weitere Merkwürdigkeit gestoßen, von der er annimmt, dass sie ein Beweis für Hexerei ist. Als sie sich einem seltsam aussehenden Baumstamm näherten, stellten sie fest, dass er einen abnehmbaren Deckel hatte. Darin fanden sie einen Vorrat an Eicheln, in deren Mitte ein Messer steckte. Ich stimme zu, dass das irgendwie unheimlich ist. Aber ich habe weniger das Gefühl, dass es sich um eine Hexe handelt, sondern eher um ein mörderisches Eichhörnchen. Der Hakenmann. Ich hoffe, du bist nicht so leicht zu erschrecken, denn das, was du jetzt hörst, ist die beunruhigendste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Und es gibt Beweise in den Bildern. Es geschah im Jahr 2014. Der Reddit-Nutzer ImbaDNB und seine Freunde langweilten sich und beschlossen, einen alten, verlassenen Steinbruch in den nahegelegenen Wäldern zu erkunden. Ah ja, denn das klingt überhaupt nicht wie der Anfang eines durchschnittlichen Horrorfilms. Jedenfalls wanderten Imba und seine Freunde durch die trostlose Gegend, als sie zu einem steilen Grat kamen, der zum Grunde des Steinbruchs hinunterführte. Es sah gefährlich aus, also blieben sie an der Kante stehen. Doch dann bemerkte Imba eine Bewegung in der nahen Ferne, und als er die Augen zusammenkniff, um besser sehen zu können, lief ihm ein Schauer über den Rücken. In einiger Entfernung unter ihnen stand eine Art Kapuzengestalt, die von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet war. Die Gestalt stand über einem Felsen und zuckte und ruckte unregelmäßig. Und was noch seltsamer war, sie hatte eine Art Haken an der Stelle, an der eigentlich einer ihrer Arme sein sollte. Imba wies seine Freunde darauf hin und alle standen einen Moment lang wie versteinert da. Zum Glück hatte der Mann, oder was auch immer es war, sie nicht gesehen. Dann rappelten sie sich auf und machten sich aus dem Staub. Aber das war noch nicht das Ende, oh nein. Später in der Nacht meldete sich eine andere Freundin von Imba und erzählte eine seltsame Geschichte. Offenbar war sie die schmale Gasse neben dem Steinbruch entlang gefahren, als plötzlich ein Mann in einem schwarzen Mantel aus der Dunkelheit auftauchte. Er stand mitten auf der Straße und starrte auf etwas, aber Imbas Freundin konnte nicht erkennen, was. Also hielt sie das Auto vor ihm an, in der Erwartung, dass er sich bewegen würde. Das tat er aber nicht. Er blieb einfach da und starrte. Sie war so erschrocken, dass sie sich gezwungen sah, den ganzen Weg zurückzufahren und eine andere Route zu nehmen. Wer oder was war also diese schreckliche Gestalt, die die Freunde gesehen hatten? Und was hatte sie den ganzen Tag und die ganze Nacht im Steinbruch gemacht? Mann, ich werde heute nicht schlafen, das steht fest. Ich wünsche wirklich, diese Geschichte hätte mich nicht so sehr gefesselt. Gut, dann schaue ich mir ein paar Panda-Baby-Videos an oder so. Welche dieser seltsamen Funde haben dich am meisten interessiert? Und hast du schon mal etwas im Wald gefunden, das es wert war, in diesem Video gezeigt zu werden? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.